Guten Morgen, herzlich willkommen. Es ist 7 Uhr und es geht los auf meinen Vespa Roadtrip nach Zell am See zu den Vespa Alp Days. Ich freue mich schon sehr. Ich habe meine Vespa schon gepackt. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, was für eine Gepäcklösung ich gewählt habe. Das habe ich jetzt auch hinten alles dran. Also eine mächtige Strecke vor mir. Ich werde natürlich einen Break in der Mitte machen, weiß noch nicht genau wo, aber ich werde sicherlich nicht die 800 Kilometer durchfahren. Das wäre ein bisschen viel, da wäre ich irgendwie 14 Stunden wahrscheinlich unterwegs. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, nehme euch einfach mal mit auf der Fahrt, werde ein bisschen unterwegs berichten, wie sich das Ganze jetzt auch mit Gepäck fährt und welche Strecke ich fahre. Ich werde das alles mit der Kalimoto-App machen, werde aber wahrscheinlich, um erstmal aus Berlin rauszukommen, ein bisschen Autobahn fahren und danach dann schön die angenehmen Strecken über Landstraße. Also, los geht's. So, alles gepackt, das kann losgehen. Ich zeige euch noch ganz kurz, was bei mir hier am Lenker sich befindet. Ich habe zwei Ladekabel, die sind in der USB-Buchse unten, die ich zusätzlich habe. Das eine versorgt meine GoPro hier oben mit Strom, das andere mein Smartphone. Navigation läuft über Kalimoto. Dann habe ich hier unten eine kleine Fernsteuerung, die ist sehr, sehr praktisch, denn ich brauche damit sozusagen nicht mehr meine GoPros einzeln einschalten und starten zum Aufnehmen, sondern ich kann während der Fahrt starten, stoppen, die Geräte ausschalten. Das ist super praktisch. Ich habe mir das so mit Klettverschluss drauf gemacht, kann man danach wieder abmachen. Ja, und das ist sozusagen mein Setting hier. Dann am Helm, seht ihr, habe ich meine GoPro, mit der ich filme. Auch die ist versorgt über ein Stromkabel mit einem Akku-Pack, damit ich nicht dauernd die Akkus wechseln muss. Ist ganz praktisch bei einer längeren Fahrt. Und ja, das war es zur technischen Ausrüstung. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal los. Habe noch eine lange Strecke vor mir. Ihr begleitet mich ein bisschen auf der Fahrt. Ich habe jetzt über Kalimoto erstmal so Richtung Bayreuth, Nürnberg eingegeben. Das ist so die grobe Richtung. Und guck mal, wie weit ich komme. Und je nachdem kann es sein, dass ich dann zwischenzeitlich mal irgendwo einen Stopp mache. Ich muss sowieso öfter mal anhalten, um zu tanken. Aber das werdet ihr gleich bei der Fahrt dann alles verfolgen können. Ja, das Wetter ist super heute. Momentan noch etwas frisch. Ich glaube, wir haben so 12 bis 14 Grad noch im Augenblick, werden aber 25. Also ganz, ganz angenehm. Man muss natürlich, das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, ich musste mich jetzt erstmal ein bisschen wärmer anziehen. Nachher muss ich dann wahrscheinlich so die Inlays von der Jacke und so alles rausmachen, sonst wird es ein bisschen warm. Aber ich muss ja eh ein paar Stops machen, von daher habe ich dafür genug Zeit. Dann starten wir mal die Tour Richtung Alpen. Ich bin schon sehr gespannt, wie es die Vespa so macht, ob es einigermaßen angenehm zum Fahren ist oder ob es doch ein bisschen Strapaze ist. Wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt, habe ich ja an sich einen Roller jetzt für Touren, aber ich fahre ja zum Vespa-Treffen, von daher muss man da schon mal mit einer Vespa hinfahren. Ich nehme an, da werden einige auch noch längere Strecken fahren. Da werde ich nicht der Einzige sein, der da eine lange Anreise hat. Also von daher, ich lasse mich ein bisschen überraschen. Mal schauen, wie viele Kilometer ich heute so am Stück hinbekomme. Aber das Wetter ist toll, also kann man ganz entspannt das Ganze angehen. Tank ist voll. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Wenn ich nicht zu sehr am Gas drehe, dann habe ich gestern nochmal Öl aufgefüllt und nachkontrolliert. Die wichtigsten Schrauben nochmal angezogen, also gerade so Radschrauben nochmal befestigt, richtig nachgezogen mit dem Drehmomentschlüssel. Also alles sitzt, alles fest, Reifendruck natürlich geprüft. Das sollte man bei, ich glaube bei Langstrecke, so bei jedem Tanken sogar machen. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil bei mir bei den kleinen Reifen doch öfter mal da ein bisschen Schwankungen sind. Ja, was gibt sonst Neues noch an der Vespa? Zwei Sachen sind es noch. Ich habe mir neue Bremshebel geholt. Das sind jetzt die Bremshebel von BGM, die Sport, die CNC gefrästen. Sehr, sehr cool. Ich finde die vom Bremsen ein bisschen angenehmer, weil ich hier viel leichter rankomme. Sie sind verstellbar. Das ist auch ganz angenehm, um den Bremspunkt hier vom Hebel ein bisschen ranzusetzen an den Griff. Also einstellbar, greifen sich gut. Und ja, die habe ich jetzt mal für die Tour angebaut. Klappen hier noch so ein bisschen nach oben, wenn man mal einen Sturz haben sollte. Zweite Sache, die ich noch verändert habe, ist die Scheibe. Das ist normalerweise so, dass ich über die Scheibe nicht hinweg gucken kann. Also die
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich gehe mal ein bisschen höher. Also die Scheibe ist normalerweise so, dass sie beim Helm komplett das Visier abdeckt. Also sie geht ungefähr bis hier oben hin. Also ich habe dann komplette Sicht durch die Scheibe. Das fand ich jetzt nicht so gut für die Tour. Außerdem war es ein bisschen sehr wackelig, weil bei etwas höheren Geschwindigkeiten diese hohe Scheibe doch ein bisschen anfängt bei Wind zu schlackern oben, weil natürlich oben viel Kraft anliegt vom Wind her. Und von daher habe ich die jetzt gekürzt. Und zwar so gekürzt, ich glaube so 13, 14 cm, dass ich über die Scheibe knapp drüber weggucken kann. Und das ist jetzt wirklich sehr gut. Sie ist ein bisschen stabiler, wackelt nicht mehr so stark. Und wenn es mal regnen sollte, habe ich auf jeden Fall freien Blick über die Scheibe rüber. Also ganz praktisch. So, ja, dann werden wir mal die ersten Kilometer abreißen. Ausfahrt raus, zwei Striche noch, aber ich mache den Tank mal wieder voll, 150 Kilometer knapp gefahren. Voller geht's nicht. Pause fertig. Ich bin immer noch auf der Autobahn, hab's doch ein bisschen verlängert, meinen Aufenthalt auf der Autobahn, und bin jetzt, glaube ich, ich guck mal, 374 Kilometer auf der Autobahn gefahren. War jetzt nicht so viel Verkehr, deshalb dachte ich, gut, komm gut voran. Und dann mache ich die Hauptstrecke erstmal auf der Autobahn. Flachland ist wahrscheinlich eh nicht so interessant. Jetzt geht's Richtung Regensburg. Da werde ich dann die erste Nacht übernachten, weil jetzt ist es 4, bis ich da bin. Ich fahre jetzt auch über Land so ein bisschen. Bis ich da bin, ist es dann so 6, halb 7, 7. Dann bleibe ich die Nacht und von Regensburg morgen dann den letzten Teil Richtung Zell am See, Richtung Österreich. Musik läuft und auf geht's. Reifendruck habe ich auch gleich nochmal nachgeprüft, der war auch wieder etwas zu niedrig. Vorne habe ich auch ein ganz leichtes Schlackern bei so 40, komischerweise. Das werde ich dann demnächst auch mal überprüfen müssen, ob die eventuell nochmal neu gewuchtet werden müssen.
kommt die Strecke wirklich bis hin über die Dörfer hier, aber das finde ich sehr schön. Hätte man jetzt die ganzen 800 Kilometer nur bei Landstraße gemacht, oh je, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich 3 Tage unterwegs gewesen. Von daher glaube ich, diese erste Strecke auf der Autobahn zu machen, war jetzt auch okay. Die Vespa fuhr wirklich gut. Scheibe hat sich bewährt. Ganz toll. Hat nicht zu sehr geflackert. Also die Kürzung auf meine Größe wirklich sehr, sehr gut. Haben wir es noch 25 Minuten. Wir nähern uns dem Ziel. Es ist auch schon 18 Uhr. Damit bin ich jetzt, wenn ich im Neuen gestartet bin, gut mit Pausen natürlich dazwischen, 9 Stunden unterwegs. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja, meinen Rücken merke ich jetzt doch schon recht stark. Den Po glücklicherweise noch nicht, denn da nutze ich ja meinen Kissen, mein Luftkissen von SW Motech, das ist wirklich göttlich. Also bei solchen langen Strecken, ich habe das jetzt 2-3 Mal ein bisschen unterschiedlich aufgepumpt während der Tour, um anderen Druck auf dem Sitzkissen zu haben. Und das funktioniert wirklich super. Also die erste Strecke bewältigt, 9 Stunden Fahrt hinter mich gebracht. Also das ist schon eine Nummer. Also ich glaube, so ideal wären so 4 bis 6 Stunden pro Tag. Also 9 Stunden kann man vielleicht jetzt einmal machen. Aber das jetzt 3-4 Tage hintereinander durchziehen, das möchte ich nicht.
Deshalb habe ich heute auch ein bisschen mehr gemacht. Morgen habe ich dann, glaube ich, nur noch so um die 300 Kilometer. Das sage ich euch nachher nochmal ganz genau. Ich gucke nochmal auf der Karte. Da fahre ich dann auch nur über die Landstraße. Da geht es ja dann auch in Richtung Berge. Und da lasse ich es dann ein bisschen ruhiger angehen. Und suche mir ein bisschen die schönen Strecken mit Kalimoto raus. Und man kann wieder durchgucken. Perfekt. Dieser Visierreiniger, der ist also wirklich auch sehr, sehr gut für die Scheibe. S100 Dr. Wack. Tolles Zeug. Schreibe ich euch gerne mal unten in die Videobeschreibung mit rein, falls ihr euch dafür interessiert. Ich nehme das also in der Regel meistens fürs Visier, aber funktioniert auch ganz toll, natürlich beim Windschild. Dann brauche ich das morgen früh nicht machen. Könnte ich natürlich auch gleich noch tanken. Dann brauche ich das morgen früh auch nicht machen. Und das machen wir mal gleich. Dann haben wir alles vorbereitet, um morgen einfach loszufahren. Und ich brauche nicht noch extra tanken. Voller geht's nicht. Ich habe jetzt schon mal für morgen getankt. Dann brauche ich das morgen früh nicht machen. Jetzt können wir noch mal die Kilometer nullen, 117 vom Tanken und 491 Kilometer bin ich gefahren heute. Anständig. So, und jetzt die letzten Meter zum Hotel. Windschild auch wieder sauber. Ich kann wieder was sehen. Perfekt. So, dann gehe ich mal einchecken und melde mich gleich nochmal bei euch, wenn ich im Zimmer bin. Das war's für heute mit dem ersten Teil der Tour nach Österreich, nach Zell am See zu den Vespa Alp Days. Ich bin ein bisschen platt. 9 Stunden auf der Vespa, das ist schon anstrengend. aber ein Teil hat wirklich Spaß gemacht, gerade so die Landstraßenbereiche waren super. Autobahn, gut, das muss man jetzt mit einer Vespa nicht haben, macht nicht gerade viel Spaß. Aber ich musste heute ein bisschen Kilometer machen, weil ich nur 2 Tage für die Anreise habe. Und habe es jetzt geschafft, jetzt gehe ich noch ganz schnell was essen. Danach geht's in die Horizontale ausruhen, damit ich morgen wieder fit bin für den nächsten Teil. Sind, glaube ich, nochmal so 350, 380 Kilometer. Die lasse ich dann ein bisschen ruhiger angehen. Über Landstraße, ein bisschen entspannter. Und halt euch nach wie vor natürlich morgen auch auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren würde mich natürlich freuen. Wir sehen uns, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann, ciao.